Mag's eigentlich nicht so eng. Haben Sie nicht Jahrzehnte in Ausgrabungsstätten verbracht? Und war dann in einer proteanischen Blase gefangen. Kann ich nicht empfehlen. Okay, eine Patrouille geht los. Findet Shepard, den echten. Hey, was hat er mit Bremsteam gemacht? Wir müssen Shepard doch töten, wenn wir müssen, oder? Wir sagen Achtung! Kuckuck! Schon, verlier dein Schild. Das war der letzte. Edie, hier ist der echte Shepard. Sie müssen die Normandy abriegeln. Ist das möglich? Edie, hören Sie mich? Sie ist offline. Sie müssen sie deaktiviert haben. Gehen wir zum Frachtraum. Da speichern wir aber zuerst mal noch. Das kommt aus meiner Kabine. Er schafft Sachen aus meiner Kabine raus. Jetzt wird's persönlich. Sind Sie bereit? Vorher muss ich auf die Toilette. Und das war's. Jetzt bin ich bereit. Ich wollte nur höflich sein. Es ist einfach eine dumme Frage. Waschen Sie sich wenigstens die Hände. Also, das ist unheimlich. Hören Sie auf, mein Schiff zu beschießen! Es ist nicht Ihr Schiff. Bald schon! Ich habe Ihren Namen, Ihren Spectre-Rang, sogar Ihre Fingerabdrücke! Und dann sollte ich sterben. Hat nicht geklappt. Sie wollen mit falschen Fingerabdrücken den Rat oder Hackett täuschen? Wie sieht's aus mit dem großen Plan? Ha! Hatchet-Trupp zur Schattenburg!
Marco, Sie haben den Türsender ausgeschaltet? Bestätige. Harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Conrad Werner. Conrad Werner imitiert mich besser als sie. Jawohl, endlich. Was zum Teufel ist da oben los? Raus aus dem Nebel und dann ÜLG-Sprung. Geht nicht. Ein Skycar blockiert unseren Weg. Abschießen! Vor der Nase bleiben, das blockiert die Kursberechnung. Das macht uns zum perfekten Ziel. Nein, das macht uns zum Köder. Soll ich ans Steuer? Nein. Zwei Piloten, die sich gegenseitig nerven. Verdammt, das Shuttle soll raus und das Ding runterholen. Langsam aus.
dieser erschöpfte alte Mann. Zeichne sie. Gerade ordentlich. Nicht runterfallen. Sehen Sie sich an. Was macht Sie so besonders? Warum Sie und nicht ich? Shepard! Wir haben Sie. Danke. Und was ist mit ihm? Nehmen Sie meine Hand. Und dann? Und dann leben Sie. Wofür? Oh. Ist er runtergefallen. Relativ traurig. Zum Glück waren sie nicht lange genug hier, um echte Schäden anzurichten. Obwohl James mir wahrscheinlich helfen muss, die Trümmer in der Shuttlebucht wegzuräumen. Und sie haben beim Feuern auf uns die Wärmeverteilung überlastet. Haben sie bemerkt, dass der Shuttle-Typ geflogen ist wie eine Eins, damit wir in einem Stück bleiben? Es ist schön, auch mal was Wendigeres zu fliegen als ein Kodiak. Was ist mit Edie? Ist sie wieder online? Ich kontrolliere die Normandy wieder komplett. Das hört man gern. Und die Söldner? Überlebende? Nur ein mieser Pilot und sie. Die Allianz bringt sie in eine Hochsicherheitsanlage. Vielleicht weiß sie ein paar Sachen über Cerberus. Ich werde mit den Behörden uneingeschränkt kooperieren. Maya, den Ton kenne ich. Ach ja? Wirklich? Sie kriegen eine Chance zur Rehabilitation. Nutzen Sie sie. So ernst. Irgendwie hat es Ihnen doch gefallen, als Legende angehimmelt zu werden. Wir haben zusammen gelacht. Vielleicht nicht das letzte Mal. Nein, werde ich nicht. Weil Sie in Ihrer Zelle bleiben und Ihre Zeit absitzen werden. Angst, dass ich fliehe und Rache nehme? Fürchtet der große Commander Shepard etwa um sein Leben? Ich fürchte um ihres. Wie rücksichtsvoll. Dann geht's jetzt wohl hinter Gitter. Er hätte mich nicht leben lassen. Man kann nicht alles klonen. Haben wir die Entführung unseres Schiffes doch noch verhindert? Das nenne ich mal einen aufregenden Landurlaub. Der Rest des Teams wartet draußen, Thomas. Die Normandy wird bald wieder einsatzbereit sein.
Gute Nachricht. Also, entspannen fand ich diesen Landurlaub jetzt nicht. Vielleicht können wir mal richtig Pause machen. Ohne Explosionen und so. Nur wir. Nur wir. Was kommt nach einem harten Kampf gegen einen bösen Klon wohl als nächstes? Nickerchen? Bitte, wir machen Party! Also, ich muss gehen und noch einiges klären vor der Rückkehr nach Tujanka. Der Chef muss immer die Feuer löschen, stimmt's? Sagen Sie Bescheid, wenn Sie abhängen wollen oder diese Party stattfindet. Bis dann! Party, Oh, kein Druck! Niemand zwingt sie, eine Party zu geben. Ist nur so eine Idee. Okay, gute Idee. Wir machen das. Ich habe frei verfügbare Finanzmittel an Ihr Konto überwiesen. Für den Kauf von Vorräten für die Fire Commander. Okay, Edie und Cortez und Trainer sind dabei. Was? Was? Ich habe außerdem Dr. Tassoni über potenzielle Festivitäten informiert. Halt, halt! Die Gästeliste ist meine Sache. Einen Ausladen-Button hat dieses Ding nicht. Okay, aber wenn's soweit ist, mach ich den Rest. Ein bisschen übereifrig. Eingeladen. Okay. Ich geh raus. Wie viel Ärger kann man machen, ohne sich den Oberschenkel zu brechen? Mitglieder Ihrer Crew würden gerne Zeit mit Ihnen verbringen. Sie können Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Falls Sie Aktivitäten wünschen, der Silver Sun Strip hat neben dem Casino auch eine Arcade. Sie haben zudem einen kostenfreien Pass für den Kampfsimulator erhalten. Danke, Cliff. Ich sollte mir wohl selbst auch etwas Landurlaub gönnen.